Halli! Hallo! Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Das wollte ich schon immer mal machen. Wundervoll. So, jetzt hast du es ja hinbekommen. Ja, ich reiße es mal hier kurz weg und versetze es um eins. Ja, klar, natürlich. Helft dir. Ja, schön. Ach, wie schön, das gefällt mir. Das nimmt alles so schön Form an jetzt, dank euch. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, muss ich sagen. Ich eigentlich schon. Echt? Wieso? Ja. Ach, ich, ja. Ja? Ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit Sachen zu bauen. So aus dem FF. Okay. Denn ich finde immer gar nicht, ich kann gar nicht gut bauen. Findest du? Ja, ich finde meine Sachen irgendwie immer nicht so gut. Also wenn ich da an Radiant City denke, dann habe ich das ganz, ganz anders in Erinnerung. Ja. Das ist nicht so, wie ich es haben wollte. Das hier oder in Radiant City? Das in Radiant City. Okay. Und du willst noch einen Marktstand machen, oder wie meintest du? Ich könnte noch einen machen, ja. Wenn du möchtest, stell ich da noch einen neben. Wäre eigentlich eine lustige Idee, noch einen hinzupacken, ja. Uiuiui, da sind wir hier ein tiefes Loch. Muss jetzt ja hier mal gucken. Gemüse. Ich bin am Überlegen, dass man dann, das kann ich ja dann irgendwann mal umsetzen, auf den Marktplatz. Dann vielleicht dazwischen noch ein oder zwei kleine Inseln hinpacke, die so ein bisschen umzäunt sind, wo auch nochmal ein Baum oder so hinkommt. Ja, genau. Könnte man ja hier zwischen die Marktstände stellen, dann versetze ich den einen ein bisschen. Sag mal. Malcon, hast du Lust, Schafe zu scheren? Ja, das könnte ich wohl tun. Das wäre super. Ich habe noch eine Schere, wenn es wäre. Ja, ich komme sofort zu dir. Sag mal, ach, da hinten. Was denn? Ich schaue nur gerade was. Hattest du nicht mal irgendwie andere Lichter hier angebaut? Ja. So mit Schaltung für Nacht und so? Ja, hatte ich mal. Und die hast du wieder weggemacht? Ja, haben mir nicht gefallen. Die hier sollte eigentlich auch schon gar nicht mehr da sein. Also irgendwie, ey, meine Güte, man kommt oft so wirklich so ganz, ganz wenig dazu, in irgendwelche Let's Plays reinzuschauen. Mhm. Wirklich übel. Die sind eigentlich schon gewichen, kurz nachdem Honeyball da war. Hm. Da habe ich dann ganz lange überlegt und ich habe auch ein paar Ideen zugeschickt bekommen, aber am Ende fand ich dann die Idee hier mit den in den Boden versetzten Lichtern am schönsten, weil ich die Lampen irgendwie nicht mochte, so wie sie, wie man sie in Minecraft bauen kann, weil ich es so schade finde, dass der Tageslichtsensor wirklich auch nur am Tag Licht spendet. Es wäre halt schön, wenn man den umprogrammieren könnte. Naja, man kann den ja durch eine Redstone-Schaltung so schalten, dass er halt nachts anmacht. Aber ich finde es eigentlich auch schwachsinnig, dass das Ding eben nachts, tagsüber Strom gibt. Ja, natürlich macht es eigentlich schon Sinn, weil es ja in dem Sinne eine Solarzelle ist. Aber keine Ahnung, es wäre halt schön, wenn man halt einfach sagen würde, okay, tagsüber speichert das Licht und dann ist alles gut und toll. Genau. Dass man halt, keine Ahnung, wenn man mit Shift gedrückt und rechter Maustaste draufdrückt, dann schaltet man das so quasi um. Wäre eigentlich eine schöne Idee. Ja. Weil man könnte dann im Endeffekt einfach nur Redstone-Lampen nehmen, diese auf zwei oder drei Zaunpfählen draufpacken, oben dann diesen Tageslichtsensor hin. Mhm. Und dann hat man schon eine wunderschöne Lampe. Das sieht richtig klasse aus. Genau. Da wäre ich auch dafür. Also, liebes Mojang-Team, macht was. Oder liebe Modder. Oder so. Die sind meistens schneller und besser. Ach, da hinten. Jetzt hätte ich mich doch fast zum Affen gemacht hier mal wieder. Warum? Ich wollte gerade fragen, wo sind denn die Schafe? Tja, wo sind sie? Ich weiß es nicht. Die waren mal irgendwann mal da. Jetzt sind sie weg. Weglaufen. Ja, übelst. Immer wieder laufen die mir weg. Schweinkram. Schweinkram? Ja. Nee, Schafe. Ach ja, stimmt, da war was. Schweine. Schafi. Komm. Lass dir die Wolle abschneiden. Also, das darf bleiben, genau. Ach, jetzt kann ich gleich wieder ins Lager rennen. Ich habe gleich zwei Kies.
Wow. Doch so viel. Toll. Ich laufe gerade nur hin und her. Das kenne ich irgendwoher. Ich mache wenigstens was Produktives. Toll. Ich bin so froh, dass Inventory Tweaks erfunden wurde. Ja, das wollte ich auch schon lange mal wieder drauf machen. Das kann ich nicht leiden. Das sortiert ja alles. Wenn man es will, ja. Ich will das gar nicht für das Sortieren haben, sondern dafür, dass man, wenn eine Spitzhacke kaputt geht oder so, dass man die direkt aus dem Inventar wiederkriegt. Ja, und für diese Funktion. Andere ist halt das Geniale, dass wenn du, keine Ahnung, 5 Stacks im Inventar hast, das einfach nachgeschossen wird, wenn du deinen Stack verbraucht hast. Das meinte ich jetzt ja gerade. Sagte ja, wenn eine Spitzhacke zum Beispiel kaputt geht, dass man direkt eine neue so. In die Hand bekommt. Das meinte ach ich so. Ja. Ja, da habe ich jetzt nicht ganz mitgedacht, weil ich nutze die andere Funktion immer, dass die Spitzhacke dann ins Inventar verschoben wird, dass sie eben nicht kaputt geht. Na, ach so. Sag mal, hat wer noch Kies? Ich habe noch. Ein bisschen was, ich brauche nicht viel. Ja, bringe ich das gleich. Ah, allmählich wächst das, sehr schön. Ich schau mal, ob ich hab. Ist die noch ganz? Ich glaube, die habe ich kaputt gemacht. Hast du nichts zu essen? So Fleisch oder sowas? Doch. Das Ding ist, du brauchst doch gar kein Essen. Nein, aber für den Stand. Ich kann dir das bisschen hier geben, was ich hier da habe, aber momentan habe ich nicht mehr. Moment. Da kannst du wieder. So, stimmt, Kies. Bist du weg? Jetzt ist er weg. Da hast du Kies. Dankeschön. Und warte. Das da kannst du auch wieder haben. Danke. Das brauche ich nicht. Sehr schön. Perfekt. Und da habe ich noch mehr Kies. Oh, super. So viel bräuchte ich eigentlich gar nicht, aber perfekt. Oh. Ich hoffe, ich habe jetzt. Nein, halt. Kisten. Ach. Ich hoffe, die Leute stört es nicht so, dass die Framerate momentan so ein bisschen zicken macht. Ich weiß nicht. Ach, bestimmt nicht. Ja, das ist halt wirklich ärgerlich. Es läuft anständig und dann auf einmal. Naja, es gibt ja eh eine neue Forge-Version. Achso, ich dachte mir jetzt gerade, hallo, da Pferd, hä? Ich höre ein Pferd, was ist jetzt los? Du sollst Schafe scheren. Ja, habe ich doch auch schon gemacht. Dachte mir gerade so, da stimmt was nicht. Oh, herrje, das springt aber hoch, ey. Alter Schwede. Olenia? Mhm. Ich bin mal eben aufs Dach gesprungen. Was? Hier. Ui. Das ist ja echt das, was ist ein Hammer krass. Pferd, ey. Das sieht von hier aus genial aus. Sehr schön. Wo ist die Wolle? Lieber Schwan. Warte. Ich versuche mal in den hier runterzukommen. Ah, das Pferd lebt noch, ein Glück. Hui. So, ich komm. Ich bin ja schon all door fast. Ja. So, jetzt nehmen wir den hier mit. Ich bräuchte noch ein bisschen farbige Wolle. Wir nehmen den jetzt hier mit. Können wir schauen. Dann packen wir den. Farbige Wolle ist noch ein bisschen was im Lager. Wolle. Ja, ich wolle ja schon. Nee, das ist Lehm. Das Wolle, war's. Wolle, Rose kaufe? Das ist aber viel Wolle. Wolle, Rose kaufe, ja. Nee, Wolle nix. Nix kaufe, so, Rose. Kannst du hier nix. Das auch ausbreiten? Theoretisch. Brauchst du noch mehr Wolle? Nö. Nicht? Nö. Ich schere die Schafe jetzt trotzdem nochmal. Ich brauche keine Wolle mehr. So viel hätte ich gar nicht gebraucht an Wolle. Mulenia, hast du noch eine normale Schaufel, die du nimmer brauchst? Du bist ja eh schon wieder im Haus. Ah ja, dann laufe ich da jetzt rein. Sonst hätte ich nicht extra reinlaufen müssen. Also eine Schaufel habe ich noch, die ich jetzt momentan nicht brauche hier. Oh, danke schön. So. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Oh mein Gott. Das waren noch Zeiten. So unbegreifbar fröhlich. So fröhlich war ich nie. Liebe Leute, schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr diese Serie? Kennt ihr sie noch oder kennt ihr sie jetzt oder wie auch immer? Was verbindet ihr für Erinnerungen damit? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ich habe ein kleines Büchlein damals gehabt. Tatsächlich? Und ich habe die Serie, ja, so ein ganz kleines, und ich habe die Serie natürlich im Fernsehen geguckt. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist Alfred J. Quack. Genau. Genau. Und wie ist der zweite Vorname? Das J Jodokus. Weiß ich gar nicht, für was das ist. Ach ja, Dokus, genau. Jodokus. Oder Jodokus. Genau. Ja.
Ja, ich hasse dieses Lied. Du hast das einfach schon zu oft gehört, ne? Ja. Wir können es ja auch anders machen. Gummibären. Und wie Yay. ging das andere? Ho, ho, ho. Keine Ahnung, wie das Lied losging. Also, das Dum, mit dum, den dum. Gummibären, Keine Ahnung. das erinnert mich eigentlich in erster Linie immer nicht an die Gummibären, an die Gummibärenbande. Nein, nicht? Als erstes, wenn ich dieses Lied höre, denke ich immer an Ellie Alemania? Mania. Ellie Mania, ja. Echt? Ich weiß gar nicht, ob Julia das überhaupt was sagt, Ellie Mania. Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Das ist so ein WoW-Hörspiel. Ach nee, mit WoW habe ich nie was am Hut Ja, gehabt. das habe ich mir gedacht. Da ist das immer, das Outro ist immer in dieses Lied, zu jede Folge irgendwie ist dieses Lied in einer anderen Sprache. Ah, okay. Sehr geil irgendwie. Da denke ich jedes Mal jetzt dran als erstes, wenn ich dieses Lied höre. Cool. Du brauchst keine Wolle mehr, hast gesagt, ne? Nö. Gut, dann bringe ich die Wolle Ich jetzt mal ins Lager. bin fertig. Ich räume jetzt auch mal mein Inventar auf. Ja, Dann kann denn ich euch ja dann. wir wollten ja auch noch irgendeinen Pixelart angucken. Genau, das können wir uns dann auch noch angucken gehen. So, ich muss jetzt nur Ich noch ein paar bin von diesen Steinen schneller. hier holen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich bin Hörst du mal auf, hier anzugeben? schneller. Komm, ich räume hier mal so ein bisschen auf. Oh, das muss nicht Oh Gott, sein. wenn du aufräumst, du. Doch, doch. Ich mach mal. Haben Da wir findet von nachher den keiner was wieder. Steinen, die am Wegrand sind, sind da noch welche da? Ich hab da noch welche. Du meinst die Steinziegel. Ja, ich Ja. habe auch noch welche. Oh nee, hab ich doch nicht mehr. Ich habe aber nur 13 Stück, Ja, also. das reicht. Ja? Glaube ich. Glaub schon. Mache ich noch eine Handvoll dazu. Dann So. mache ich den Weg unten noch fertig. Danke. So, dann haben wir Lehm. So, machen wir dann noch eine Handvoll. Was? Holz. So, schauen wir So, mal, hier ob habe ich das doch gereicht bestimmt hat. noch Da, Ziegelstufen. da, ach ja, das waren noch Zeiten, wo sowas im Fernsehen lief. Wo man den Kika eingeschaltet hat und dann waren da so tolle Serien da. Gab es bei uns Ich noch wollte gar gerade sagen, bei Super uns Kika gab gab es es noch bei gar uns keinen noch nicht. Kika. Ja, das Nein. Super RTL, wenn man morgens Super RTL eingeschaltet hat, waren immer Kinderserien da, konnte ich meine Brüder immer ein bisschen beschäftigen. Ach, Ach, als wir schön. noch so klein waren, wo wir das Da geguckt hatten wir noch haben, Dings, da da hatten gab es wir nur drei Programme, drei ne? Programme, das erste, das zweite und das dritte. Und wir Genau. hatten nur Wochenende, ne? Ja. Hatten wir morgens, glaube ich, Sesamstraße und sowas. Richtig. Und die restliche Zeit war Kinderprogramm, Und war nicht dran um zu 18 Uhr, denken. jeden Tag um 18 Uhr. Genau, Und donnerstags gab es Sandmännchen. immer Hallo Spencer. Ja, das, ja. Später kam dann irgendwann Tele 5 dazu. Genau. Da gab es dann die ganzen Kinderserien. Ja. Aber Ja, Wahnsinn. anfangs war das noch nicht. Ich weiß noch, wie das Highlight, als wir damals Kabelfernsehen bekommen Yo, haben. yo. Das war absolutes Highlight. Ey, man, kann mich da weiß noch gar an. nicht, wie oft, wie lange wir vom Fernseher verbracht haben, Ich ey. kann mich da noch an einen Spruch von, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war meine Mutter hier irgendwie, die gesagt hat: Boah, so viele Sender, die kann man ja gar nicht alle gucken. Ja. So. Das braucht doch keiner. Das braucht doch kein Mensch, ja. Ja, es ging nicht lange, dann hat man das Gemecker gehört, irgendwie, ja, jetzt hat man schon irgendwie Genau. 60, 70 Sender. War nicht schlecht. Und läuft trotzdem nichts. Es läuft trotzdem nichts, ja. Mensch, was soll denn das? Ich finde hier dieses. Ihr habt jetzt beide zwei Schilder aufgesaugt. Ja, ich pack die mal gleich wieder rein Nein, hier so. nein, das war Absicht. Ach so. Ach so, Es wir sollen die darf. mitnehmen? Ja, ihr dürft die gerne irgendwo wild verteilen, wo ihr wollt. Egal, ob jetzt mal Kondos Haus oder irgendwo anders. Dürft ihr gerne An irgendwo meinem anbringen. Haus? An meinem Haus ist schon ein Schild dran. Also, okay. Da habe ich schon eins Ihr rangemacht. könnt euch einen Gegenstand eurer Wahl suchen, wo ihr sagt, der würde perfekt zu dieser Session oder zu euch passen. Und dann bräuchte man natürlich auch noch zwei Bilderrahmen. Eine Blume. Weiß nicht, gar nicht, haben wir Ja? solche Ich brauche eine Blume. Eigentlich einen Blumentopf. Die sind hier hinten bei Ja. Ich habe Naturerzeugnis. schon. Ist ein Ich habe Blumen drin? Ich eine suche mir Blume. gleich. Ich suche mir Bin gerade gleich. am Spekulieren, die Bilderrahmen, aber ich habe kein Leder mehr, verdammt. Wo müsste mir die Doch, Gegenstände Leder dann einfach. ist hier oben. 7 Stück sind noch Ach, bei da. Monster. Ach, da drin, genau. Danke. So, Moment. Wo kommt jetzt? Ach so, wahrscheinlich Holzerzeugnisse, ne? Da soll bestimmt Leiter hin. Da sind sie ja auch. Ha, hervorragend. Malkondo braucht eigentlich Schwarzpulver. Ja, Und das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. TNT. Schwarzpulver passt schon mal perfekt. Ich und meine Creeper. Okay, dann Genau, einfach mal komm, ich mitnehmen. Mache geb ich dir ein sofort. Schwarzpulver hier. Danke.
So, Moment. Okay, Supi. Wo ist Wolle? Wo ist Wolle? Moment, wo ist Wolle? Wolle ist rechts unten. Hier. Rechts unten, ach da. Ja. So, Wolle. Was willst du denn damit? Nein, reinpacken. Ach so. Sand. Der ist kein Platz mehr. Schmeiß Ja, mal sie in die könnte Mitte der lassen. Einfach in Truhe. die Mitte reinwerfen. Ich brauche ja auch was zu tun. Okay, dann schmeiße ich dir jetzt das Zeug da einfach mal rein. Ach nee, die Schilder nicht. Die Kartoffeln. So, Also dann ein habe ich Schild braucht er definitiv. jetzt habe ich nur noch Gut. Schild und Schwarzpulver. Supi. Ah, ich finde es richtig schön, was ihr gemacht habt. Malkondos Haus muss ich mir dann auch noch in Ruhe anschauen. Ja, Das hab ich schon noch gar nicht angeschaut. besonders Mulenia muss da auf das Schild gucken, das ist ganz wichtig. Vielleicht. Nee, da ist nichts eingerichtet. Nee, da ist, also einrichten ist nicht. Wow. So schnell sowas zu bauen, ist immer wieder heftig. Wahnsinn. Das ist so toll. Ich finde es so toll. Gut, Ach, wie okay. schön. Nur einrichten muss es dann irgendjemand anders. Ja, wer weiß, vielleicht müsst ihr ja irgendwann einfach wiederkommen. Ja. Naja, natürlich, aber dann muss es Molenia einrichten. Ja. Oder Mulenia will danach einfach einmal kurz noch durchfetzen. So. Ja. Gut. Und So. zwar gibt es hier hinten in der Schmiede etwas. Lalala. Da muss ich den Flash auch nochmal kurz anhauen demnächst. Und zwar nennt sich das die Wand der Helden. Ah ja. Ah, wo okay. dann jeder was anbringen kann von sich selbst. So, jetzt muss ich die Fackel hier wieder aufstellen. Irgendwo hin. So. Okay. Meinst Okay, in Ordnung. Da müssen natürlich noch Opa Zeron muss da definitiv noch seins hinhaben und der Flash hat auch noch gar nichts da und auch der gute, ach wie heißt er denn? Momo, genau. Aber dann wird irgendwann der Platz ein bisschen eng, da muss ich mir was Neues einfallen lassen. Muss einfach eine Blumen. größere Wand machen. Genau. Ja, dazwischen drin kann man halt dann noch was anbringen und dann Ist ja später noch halt einen Platz. Keller oder irgendwas. Da fällt mir Genau. dann schon was ein. Nicht Der zufrieden? Nee, ich. Autoofen 5000. Und dann so klasse. Malondo, ja, das ist super. Jetzt kann ich nicht mal den eigenen Namen schreiben. Passiert. Ich schmeiß mir das noch rein. So. Manche können sich an ihren eigenen Namen nicht erinnern. Das dafür reicht der Platz Jetzt habe ich nicht. immer noch die schwarzen Balken. Ja, dann haben wir die kompletten Folgen mit schwarzen Balken. Egal. Noch, es gibt Schlimmeres. Er starrt gebannt auf die Wand. Eigentlich starrt er auf den Monitor und überlegt sich, was er stattdessen schreiben kann. Du musst natürlich jetzt irgendeine Extrawurst Ja, du bringen, kennst ne? mich doch. Ich muss immer irgendwas Aha. dazu schreiben. Brauchst du noch ein zweites Schild? Ja, das wäre gar nicht ab. Oder ich hab ein zweites Schild. So, das lassen wir einfach so. Und das Blöde ist, dazu müsste ich das höher setzen. Das ist aber auch doof, weil dann wäre das genau da. Pack das andere doch einfach unter den Rahmen. Ja, gute Idee, Mulenia. Wenn ich dich nicht hätte. Ja, du. Ja, reden wir nicht drüber. Spannung, Trommelwirbel. Wieso kann man da nicht wieder hochgehen? Ach doch, geht ja. Doch, kann man. Natürlich geht das. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Ich weiß überhaupt nicht, was. So. Oh Mann. Haben wir das. Dein TNT noch im Rahmen. Ach ja, Mensch. Gott, dieser Mann ist unkoordiniert. Das ist kein TNT, das ist nur Schwarzpulver. Okay. Sehr schön, gefällt mir. Gut. Okay. Dann Ach, mein folgt mir Kondom. unauffällig. Wir folgen dir. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. La, 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 Die Rente. unauffällig, hat sie Ach gesagt. so, das heißt, wir müssen ja schleichen. Ja, genau. Dann kommen wir aber nicht hinterher, Mulenia. Raucherecke, bitte nicht rennen. Siehst du? Nicht Mist. rennen. Raucherecke? Ja, das hat Flash offscreen weitergebaut. Plötzlich war da eine Raucherecke da. Fand das ganz nett. Hier muss man momentan noch schwimmen.
Aber es wird sich auch noch alles ändern. Herrje, herrje. Hier muss sich auch noch einiges ändern dann. Weil es noch total... Man muss immer überall irgendwie noch einiges ändern. Ja. Das ist der ganz normale Wahnsinn. Ich glaube, man wird nie fertig mit so einer Welt. Oder? Ja, nein, das Gefühl habe ich auch. Nein, nein. Wie soll man da auch fertig werden? Es fällt einem ja immer wieder was Neues ein oder irgendwelchen Abonnenten fällt was Neues ein. Ist ja immer wieder so. Das stimmt. So. So, Achtung, Loch. Hui. Ach, das ist da absichtlich. Mhm. Okay. Und dann drücken Sie einfach unten auf die Kommandoblock auf die Knopf. Moment, wieso funktioniert das nicht? Ah, ich habe das ausgeschaltet, verdammt. Okay, Moment. Weil wir auf dem Server sind, ich habe die Kommandoblöcke nicht auf True. Okay, dann machen wir es anders. Dann wartet einfach ganz, ganz kurz. Tut mir leid, liebe Leute, aber das muss jetzt sein. Ich möchte das denen hier noch gerne zeigen. So, bin gleich wieder da. Lalala. Ganz kurz dahin fliegen. Und dann teleporte ich euch einfach hin. Ja, du hättest ja auch einfach die Kommandoblöcke einschalten können. Geht das mit einem Befehl? Mit Sicherheit. Ja, ich glaube schon. Okay, naja. Aber egal, jetzt bist du ja bestimmt sowieso gleich da. Ja. So. Na, ich hoffe halt, wie nur, im dass Knast, Mulenia, ne? Dann hier nicht runterfällt. Aber normalerweise ich hoffe, die holt uns hier auch wieder raus. So. Ja, ich hoffe auch. TP? Bleiben wir hier im Turmgefängnis. So. Ah, das war falsch. Okay. Vielleicht teleportiert sie sich wieder hierher. Ja, bin schon da. Ach, du bist schon da. Ah, Serverbefehl. Kommandoblöcke ein. So, schauen wir mal, ob es einen gibt. Aber ich glaube, dass es da gar keinen Befehl gibt, oder? Gibt es da einen Befehl? Ich weiß es nicht. Nee, es sieht nicht so aus. Echt nicht? Okay. Nee, ich sehe jetzt auf den ersten Moment nichts. Na gut, also dann das gleiche Spielchen nochmal. Ich habe es voll falsch gemacht. Spieler zu Zielspieler. Oh. Genau. Kann mir mal bitte einer auf den Knopf drücken? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Nicht, ich komme hier nie raus. Nee, auf den Knopf war der Tür. Was? Knopf, Tür? Was? Es gibt einen Türknopf? Ja, hier oben. Moment. So, jetzt habe ich es geschafft. Yay! Yeah. Tür? Muss ich mal gucken, was für eine Tür? Eisentür? 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 Mulenia, ich weiß auch nicht, was hier ist. Ach, da. Ah. Jetzt ernsthaft, habt ihr jetzt wirklich die Tür gesucht? Ja. In den kleinen Raum. Gitter. Ja, wir haben gedacht, das ist ein Eisengitter. So. Wir kennen das Texture Pack kennen wir nicht. Ach so, stimmt ja. So, Moment, also nochmal. Okay, also, ich gebe jetzt ein. TP. Mulenia. So. Ja, das war richtig. Dann. Gott, Malkondo wird einen Herzinfarkt kriegen. Actros und wie war die? Der 1831. Danke. Bitte. So. Ich sehe überhaupt nichts. Ah. Das ist Pixelart, da wo wir 7 Stunden dran gesessen sind. Ich sehe leider noch so überhaupt nichts. Nicht? Nö. Kann ein bisschen das dauern, ist ja bis mal, die Chunks laden vielleicht. Das ist ja mal mehr wie genial. Ja, das war so. Ich wollte schon immer ein Pixelart machen und dann dachte ich mir, wenn nicht in meiner Welt, wo soll ich es dann bauen, ne? Total cool. Deswegen eben auch die Kommandoblöcke. Jetzt passiert da irgendwas. Sehr, sehr cool. Ja, war aber auch eine Heidenarbeit. Und halt, ja, das glaube ich. Das ist, ich glaube, 150 auf 150 ist das. Ah, ja, okay, jetzt sehe ich was. Oh, ja, oh. Das ist genial, ne? Ja, das ist wirklich geil geworden. Irgendwann soll halt noch MG auch noch irgendwie verewigt werden, weil er mit dabei gesessen ist. So den ein oder anderen Fehler haben wir eingearbeitet, aber das fällt zum Glück nicht auf. Die Brille, das linke Glas ist ein bisschen verpusht, da haben wir einen Fehler gemacht beim Auge, aber auch beim Mund hatten wir irgendeinen Fehler, das haben wir dann auch irgendwie ausgebessert.
Hast du oder habt ihr das irgendwie in irgendwelche in eine Datei umgerechnet oder wie habt ihr das gemacht? Ich habe Oder? es erstmal die Pixelanzahl verändert Mhm. und dann, wenn du im Paint Speichern untergehst, kannst du es in diesem 16-Bit-Farbensystem speichern. Ah, Und okay. dann einfach nur in einem anderen Zeichenprogramm geöffnet, Gitternetzlinien eingeblendet, reingezoomt bis unendlich und dann halt immer 10 Blöcke gebaut und raufgescrollt, 10 Blöcke gebaut, raufgescrollt. Alter Schwede. Also im Endeffekt wirklich von oben nach unten und dann die nächste Reihe von unten nach oben oder irgendwie so. Wow. Ja, 7 Stunden haben wir gebraucht. Das geht ja noch. Das ist Das ja eh geht ja noch noch. Also bei wenig. dem Bild, ja, Ja, muss ich zu sagen. zweit halt, ne? Ja. Naja, gut, aber trotzdem. Das ist schon Mein lieber mit Schwan. dem begrenzten Farbenspektrum ist es natürlich ein bisschen schade, weil unten sind halt die Rosen nur eine braun-rote Einheit. Sieht jetzt vielleicht nicht ganz so bombastisch aus. Die orangen Flecken finde ich jetzt auch nicht so toll, aber letzten Endes gefiel es mir dann doch eigentlich ganz gut. Doch, das ist wirklich schön geworden. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Du brauchst ja nur das Shift drücken. Ja. Ja, ich würde sagen, das ist ein Cool. schöner Abschluss für eine unheimlich schöne Session. Ich danke Ja. euch ganz, ganz vielmals, dass ihr da wart und ihr habt mir sehr, sehr viel geholfen. Also, das ist ganz, ganz klasse. Jetzt habe ich endlich mal was Ganzes, nicht mehr nur was Halbes. Naja, Dankeschön. du hast ein Dreiviertel Haus. Genau. Nur nicht eingerichtet. Richtig. Es gefällt mir, es ist richtig toll. Und so habe ich einen Grund, euch irgendwann mal wieder einzuladen, wenn ihr Ja, denn wir kommen wollt. gerne. Natürlich, Kommen klar gerne. kommen wir Sehr schön. natürlich. Super. Gut. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Na, sehr gerne. Dann verabschieden wir uns leider. Ja, nützt Ja. ja nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.